Ich erinnere mich nicht gerne zurück. Deswegen habe ich wohl auch zu meinem Glück das meiste verdrängt und vergessen. Ab und an habe ich früher in meinem Tagebuch gelesen, das ich vor mehreren Jahren auseinandergerissen, kleingeschnipselt und weggeworfen habe als Abschluss. Und doch wünsche ich mir manchmal wieder darin zu lesen. Das Gefühl des Erlebnisses nämlich nie wirklich verblasst. Jemand sagte einmal zu mir, der Körper altert, die Seele nicht. Ich bin 21 Jahre alt und verliebt in einen jungen Mann, was für meine Eltern ein totales Tabu ist. Mit 19 eskalierte die Situation zu Hause. Ich hatte damals einen deutschen Jungen kennengelernt. Wir waren nur Freunde und haben uns nie persönlich gesehen oder getroffen. Eines Tages begann ich den Fehler von zu Hause aus anzurufen. Meine Mutter hat das Gespräch mitgehört. Sie ging sofort zu meinem Vater und sagte, ich hätte mit einem jungen Unehelichen Sex gehabt. Plötzlich stand mein Vater hinter mir. Ohne mit mir zu sprechen, warf er mit dem Bügeleisen. Er packte mich an meinen Haaren, holte eine Krücke aus Metall und zerrte mich in mein Zimmer. Er schlug und schlug und schlug zu. Die Krücke zersprang in all ihre Einzelteile. Auf dem ganzen Boden lag Blut. Als er merkte, dass ich vor der Ohnmacht war, riss er mich an den Haaren hoch und wollte, dass ich stehe. Ich begriff überhaupt nicht, was passierte. Ich wollte sterben. Plötzlich packte er mich am Kragen, schüttelte mich ganz fest und drohte mir. Wenn du noch die Kraft hast, zur Polizei zu gehen, dann mach das ruhig. Ich habe keine Angst. Du hast meine Ehre verletzt. Ich werde dich umbringen. Kurz darauf kam meine ältere Schwester rein und sagte zu mir, während sie die Blutspuren wegwischte, die Eltern haben beschlossen, dich zu verheiraten. Sei froh, du hast sogar noch eine Auswahl zwischen zwei deiner Cousins. Das kommt nicht oft vor. Für mich war und ist der Kontakt zu PeriV fast schon lebenswichtig. Du versuchst immer wieder, mir Mut zu machen, bist darin unerschöpflich, verstehen kann nur, wer Ähnliches erlebt hat. Nach so vielen Jahren müsste man weiter sein in der Gesellschaft, aber ich habe den Eindruck, es werden immer noch viel zu oft die Augen verschlossen. Danke für dein unermüdliches Engagement.